her mit den letzten Relikten aus Tomb Raider und den letzten Dokumenten. Ich habe ja gesagt, ich laufe dahin und habe in der Zeit jetzt schon mal wieder ein paar Leute erschossen, weil die sind doch wieder alle wieder da, wenn man jetzt die Karte abklappert. Aber egal, es lohnt sich für die letzten Dinge, die wir so sammeln. Das ist große Kette, eine Wurzel, mit der im Campo traditionell Entzündungen behandelt wurden. Aha, wieder was gelernt, sieht cool aus. Frag mich, wie sie das alles mitnimmt und wegsteckt, aber egal, soll nicht unsere Sorge sein. Wir schauen mal wieder, was auf der Karte jetzt so zu finden ist. Hier wäre noch ein Geocache und da hinten gibt es noch ein Grabhinweis. Sehr interessant. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich muss wieder da hinten zurück. Dann machen wir das mal. Eigentlich hätte ich damit gerechnet, da unten ist das Geo schon, dass hier noch irgendwie so Leichen zu plündern sind, sind es aber nicht, dann nicht. Nein, nicht runterfallen. Ich habe keine Lust, nochmal zu klettern. So, das war der 6. von 15. Je mehr von den Dingern, desto mehr wird's übersichtlich. Ich glaube, hier muss ich eh zu Fuß hinrennen. Hier ist nämlich kein Schnelllager. Also folge ich dem Pfad. Und laufe hier mal lang. Manchmal sieht es halt auch alles größer und weiter aus, obwohl es das gar nicht ist. Ich hoffe, ich bin auf dem richtigen Weg. Ich glaube aber schon. Kann aber sein, dass hier die neuen alten Wachen wieder alle sind. Keine Ahnung. Okay. Hier komme ich, glaube ich, nicht mehr rüber. Ich kann das ja nirgendwo mehr festmachen. Und ich bin auf der anderen Seite. Ich müsste eigentlich mehr in die Richtung. Aber wie? Wie denn? Hier wäre wieder so ein Ding. Oh ne, nicht runterfallen. Kann doch einfach hier rüber und... Ach, das geht sogar. Ja. Diese Grabstatuen, die habe ich damals... Oh Gott. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Boah, ich hab mich mega, mega mäßig erschrocken gerade. Ey, ich... Herzinfarkt, echt. Scheiße. Die sind alle wieder hier um die Ecke auf einmal. Ich hab mich damals hier genauso erschrocken. Es war genau diese Stelle, wo ich mich schon mal erschrocken habe. Und jetzt wieder. Ich glaub's einfach nicht, echt. Gut, dass ich hier auf die andere Seite will. Leck mich den Dackel, ganz ehrlich. Was soll der Scheiß? So, geheimes Grab, wo wir nicht reingegangen sind. Wie konnte ich bloß? Unglaublich. Aber jetzt gehen wir rein. Ich bin gespannt. Ein Grab, das wir noch nicht hatten. Glaube ich jedenfalls. Oder? Ist das das Grab, wo ich hin wollte? Was ich noch nicht hatte? Ich hoffe. Ja, ist auch noch Bergungsgut. Das ist immer schön. Gehen wir hier mal durch. Es ist so spannend. Diese Gräber, diese Insel, diese Geschichte hier. Natürlich auch schrecklich, was wir alles gesehen haben mit den Leichen, die hier über rumhängen und so. Aber es war ja früher sowieso alles schlimmer als heutzutage. Naja, obwohl, kann man so auch nicht sagen. Kann man tatsächlich so auch nicht sagen. Halle des Aufstiegs. Ja, okay. Wir waren hier noch nicht? Oder habe ich da einfach nur diese Schatzkarte nicht? Aber hier ist doch ein Tageslager, dann war ich da doch schon. Dann habe ich das vielleicht einfach nur nicht mit eingesammelt. Ja, denn eigentlich kennen wir das doch dann doch schon. Das war doch das Grab mit dieser Glocke, oder nicht? Ja, dann haben wir da nur diese Karte nicht eingesammelt. Das ist ja merkwürdig. Naja. So, das kann ich nicht machen. Das kann ich auch nicht machen. Moment, da war was, was ich machen konnte. Das da. Den Präzisionslauf verbessern. Das kann ich zumindest schon mal noch tun. Jetzt, in diesem Augenblick. Gut. Immerhin, immerhin. So, da gut, dann...
Ja, merkwürdig. Ich hole mir mal eben die Schatzkarte, die ich anscheinend nicht geholt habe oder so. Oder bin ich... Das gehörte früher zu Yamatai. Oder ist das hier... Nee, dann waren wir hier doch noch nicht. Nee. Nee, dann waren wir hier noch nicht. Okay. Wenn sie sagt, es gehörte früher zu Yamatai, dann war... Ich kann mich auch nicht erinnern. Also früher erinnern, aber nicht jetzt erinnern. Ich glaube, ich muss mich irgendwie beeilen, damit ich da oben rankomme oder so. Aber wie komme ich da jetzt rauf? Gar nicht, oder was? Ich muss einen anderen Weg finden. Das Ding kommt nämlich so wieder runter. Das bringt mir ja dann auch nichts irgendwie, in dem Sinne. Ich muss da oben hinkommen. Ich weiß nur noch nicht wie. Rätsel über Rätsel. Es ist immer so. Lass mich mal überlegen. Und die Klappen hier wieder zumachen? Ja, das geht sogar. Weil in diesem anderen Raum mit der Glocke konnte man den Wind ja auch beeinflussen. So. Ja, das ist gut. Das ist gut. Dann mache ich nämlich das hier wieder auf. Scheiß, ach, die gehen von alleine auf. Das ist das Problem. Momentchen, dann muss ich mich ja richtig beeilen. Das ist ja doof. Machst du das mal bitte wieder? Ganz schnell zumachen. Richtig, richtig bis zum Anschlag, wenn es geht. Schnell, 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 schnell. Nee, ich muss das... Nee, 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 ich muss das hier jetzt schnell. Oder erst das. Moment, erst das hier. Jetzt dahin. Das ist nämlich von der Reihenfolge sonst, das klappt sonst gar nicht. Und wenn die das jetzt hier nicht endlich macht, dann auch nicht. So, dann jetzt schnell rauf. Schnell, 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 schnell. So, jetzt kommt der Wind. Und zacki. Komm. Wind. Aber jetzt ist es schon wieder unten, ne? Nee, jetzt. Das klappt nicht. Das klappt so nicht. Ich muss... Der Wind ist zwar jetzt wieder volle Kanne da, aber... Das war nicht schnell genug, oder was? Ich überlege gerade, wie ich das dann mache. Das ist so kurz. Wie denn? Wie denn? Ja komm. Ja komm, und mach hinne. Noch sind die Klappen nicht ganz auf. Jetzt schnell. Jetzt. Komm. Jawoll! Jawoll, ich hab's geschafft. Super. Ach ja. Gott sei Dank. Juhu! Und da kriege ich doch gleich noch mal ein paar Erfahrungspunkte. Wunderschön. Yay! Gehörte das hier zu einem größeren Komplex von Ruinen? Sie hat gerade gefragt, ob das irgendwie zu einem größeren Komplex noch gehörte oder so. Egal. Cool. Juhu, ich freue mich. Grab durchsucht, Halle des Aufstiegs gemeistert. Das hatten wir dann wohl doch noch nicht. 3 von 3 Teilen gefunden. Handfeuerwaffe, Modifizierung verfügbar. Und hier hätten wir es dann. Die
Genau, Belohnungskarte sozusagen. Das hier haben wir aber schon gemacht. Wir werden wohl zu einem anderen Schnelllager gehen müssen. Oder die Geos hier anvisieren, weil... Ja, reicht. Ist okay, wir gehen wieder zurück. Genau, jetzt muss ich einfach wieder runter, oder? Schups. Das war super. Es hat schneller geklappt, als ich es in Erinnerung habe. Aber so ist es ja immer. Wenn man was dann ein zweites Mal macht, dann geht es halt ein bisschen schneller. Beim ersten Mal muss man noch mal ein bisschen mehr überlegen. So. Magnum-Pistole oder Magnum-Pistole. Waffe modifizieren, taktische Pistole zum Magnum-Pistole und so weiter und so fort. Ta-ta-ta-ta. Und ein Fähigkeitspunkt auch. Das haben wir zu 100%. Machen wir uns also an die Jäger-Upgrades. Gewehrexperte. Geben Sie betäubten oder außer Gefecht gesetzten Feinden mit angelegtem Gewehr den Rest und erhalten Sie dafür Bonus-EP. Tatü! Eigentlich bräuchte ich jetzt nur noch einen Punkt, dann habe ich alles. So, und ich soll die Pistole verbessern, steht hier, dann machen wir das mal. So, Großraummagazin auch. Wir kommen hier gut voran. Ich denke, das ist ganz gut. Ich denke, wenn ich den Rest einsammle, dann schafft man das auch. Umso wichtiger halt immer alles mitzunehmen, einzusammeln und kein Beispiel an mir zu nehmen, die dann doch immer gerne mal was übersieht. Ihr macht das, wenn ihr spielt, natürlich alles viel, viel besser als ich. So wie es sein soll. Dafür habe ich den Spaß mit euch, das alles zusammen erleben zu dürfen und es mit euch teilen zu dürfen, die tollen Spiele, wie dieses hier, Gräber zusammen durchsuchen und ja, zu wissen, dass ihr das genauso toll findet wie ich. Ja, vielen Dank. So, Überlebensinstinkte und was möchtest du dann? Du möchtest, dass ich das da ransetze, damit ich, genauso nicht, so, damit wir da das nächste gleich uns holen. Das stimmt, da hast du recht. Das war der eine, da holen wir uns den anderen. Der ist wo? Wo soll der sein? Ich sehe vor lauter Leuchten nichts. Als ob das da irgendwie ein Berg wäre. Ich bin etwas irritiert. Wo soll ich denn jetzt hin? Da ist ja noch ein Nest. Na sowas. Habe ich das schon durchsucht? Ja, das hatte ich schon durchsucht. Ach so. Ja, das auch. Wie es scheint. Nee, ist irgendwie unten, ne? Oder doch nicht? Ich blick's irgendwie gerade nicht, wo ich hin soll. Halt so da in die Richtung, aber wohin? Geh ich mal hier lang. Ne? Da hinten ist noch eine Kiste. Die wäre wichtig für uns. Oder? Habe ich das falsch? Ach ja, da war ja oben eine und da kam ich damals schon nicht ran. Ja, das kann natürlich sein. So, dann mache ich das. Das ist ja auch Quatsch. Dann sind da ja zwei. Wer braucht denn sowas? Okay, ich weiß gerade nicht, wie ich am besten laufe, damit ich es irgendwie, ja. Dann nehme ich mal das Band. Gehe ich mal ganz runter. Da wäre das andere Lager. Ich mach mal hier Lager und so.
Einfach nur aus dem Grund, weil ich dann, wenn irgendwas immer passiert, bin ich hier. Ja, das ist auch, glaube ich, richtig, was ich hier mache. Weil es ist anscheinend unten. Und dann muss ich da lang. Oder was? Kann das sein? Habe ich hier was übersehen? Hm. Ja. Das hier. Tata. Das war von oben ganz schwer zu erkennen, wo das hier sein soll. Jetzt wissen wir es, ja? Oh, da ist noch ein Dokument. Aber das Geo ist ein bisschen näher dran, deswegen hole ich mir erstmal das. Und dann... Ach, das ist jetzt wieder oben. Ach, das gibt's doch nicht. Immer oben, unten, oben, unten. Das macht mich hier ganz kirre. Ach, naja. Ist okay. So. So. Das ging nämlich vorher immer nie. Das kann man immer, manches kann man ja auch erst hinterher. Diese Türen einhauen und was weiß ich. Ne? Was ist das hier? Ja. Genau, gut. Das war das Geo. 9 von 10. Jetzt das Dokument, auf das wir alle gespannt sind. Wenn ich es denn habe erstmal. Da ist Bergungsgut. Wie komme ich da ran? Du hältst dich ja wohl mal schön da oben. Ich könnte... Moment, ich kann doch von da auf den Balken. Genau, dann kannst du dir das holen. Und haha, da ist nämlich auch noch eine Statue. Die hatte ich auch noch nicht. Cool. Auch das noch gleich mitgenommen. Ich nehme alles mit, was ich kann. Dafür mache ich diesen Part hier auch. 9 von 10 Statuen. Jetzt will ich natürlich eigentlich am liebsten auch die 10. haben, ne? Ob ich die finde, weiß ich nicht. Wäre schön. Dann hätte ich wenigstens alle. Was soll ich denn lang? Da lang. Naja, dann springen wir mal runter. Was soll das denn da oben? Wie komme ich denn da jetzt wieder hin? Hier ist ja zu. Muss ich von der anderen Seite irgendwie? War ich da ja eigentlich gar nicht schlecht, oder? Weiß nicht. Wo ist die 10. Statue, verdammt? Mano. Die werden hier aber auch nicht angezeigt, ne? So Nebenquests, die, da hat man dann eher so ein Problem. Ich muss genau in die andere Richtung. Eigentlich. Aber ich weiß halt nicht, wie ich da sonst rüberkomme, wenn ich nicht erstmal hier lang laufe. So. Nee, das bringt's nicht. Hm. Schwierig. Dann muss, es muss da irgendwie einen Weg geben. Ging es da irgendwie noch wo lang? Ich weiß es nicht mehr. Ich erinnere mich nicht mehr gerade so gut, weil die Insel so riesig ist. Da war eine Kiste. Da war das. Ich erinnere mich, dass wir damals hier Feuer gemacht haben. Oh bitte, ich will mich nicht wieder erschrecken hier. Hm. Hat's gebracht. Ja gut, dann laufe ich erstmal, ne? Hä? Ich komme hier total durcheinander. Und ihr klatscht wahrscheinlich schon mit der Hand so an den Kopf, so... Ich bin auch gerade ein bisschen unkonzentriert, gebe ich zu. Aber trotzdem, ich komme hier nicht weiter. Das ist voll blöde. Muss doch hier einen Weg geben. Dovi. Voll Dovi. Da liegt aber kein Geo. Da waren wir doch auch gerade. Hm? Wir sind ja auch auf dem Weg wieder nach oben. Wie komme ich jetzt wieder nach oben? Muss ich da jetzt wieder da hinten runter? Oder da war doch nur die Statue, die wir gerade angemacht haben.
Nach unten, da geht da lang. Nee. Bin ein bisschen confused hier. Da geht ein Seil hoch. Kann ich nicht irgendwie an das eine Seil wieder hoch? Wäre ich mal nicht runtergegangen. Vorhin war ich doch oben. Und hier geht das hier irgendwie? Nee, ne? Nee. Da irgendwie einen Weg lang, glaube ich auch nicht. Tja, ich habe keine Ahnung. Ich will aber nicht wieder nach hinten runter. Das ist auch bescheuert. Wäre doch auch falsch, oder? Ich sehe gerade einfach keine andere Möglichkeit, weil da auch keine Kletterwand oder so war. Keine Ahnung. Hier irgendwie? Nee. Ja, dann. Noch ein bisschen Muni einsammeln. Und so. Ja, wisst ihr was? Ich mache das jetzt mal eben so, damit das nicht total öde wird, mache ich mal einen Cut. Wenn ich beim Dokument angekommen bin, dann zeige ich da nochmal den Rest und dann ist der Part zu Ende. Aber das kann man sich ja nochmal gönnen, diesen Part. Bis gleich. So, da bin ich wieder und wir sind hier jetzt gerade auf der Karte. Und ja, wir haben, also eigentlich wollte ich da das Dokument finden, bin ans Lager gegangen, habe gesehen, hier ganz versteckt, sieht man gar nicht, ist auch noch ein Dokument, was ich hier direkt neben dem Lager übersehen habe. Das gucken wir uns mal an. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, also sag ich es einfach runter raus. Alicia ist von dir. Vielleicht wusstest du es schon, aber da ich nun wieder auf der Endurance angeheuert habe, kann ich es dir nicht länger verschweigen. Du musst verstehen, dass ich dich nie aus ihrem Leben ausschließen wollte. Aber ich kenne dich, Ross. Ich weiß, wie du lebst und was du willst. Sesshaft zu sein und ein Kind großzuziehen, gehört nicht dazu. Vielleicht habe ich es vergeigt. Vielleicht hätte ich dir eine Wahl lassen sollen. Stattdessen habe ich entschieden. Ich dachte, es wäre das Beste. Nach der Expedition sollten wir uns mal über die Zukunft unterhalten. Denk einfach mal ein bisschen darüber nach, okay? Reyes, lieber Roth, ein handgeschriebener Brief von Reyes. Ich glaub's nicht. Roth ist Vater. Ob er das schon immer gewusst hat? Und jetzt wissen wir leider auch, dass er tot ist. Und umso schlimmer kann ich jetzt nachvollziehen, dass Reyes, ja, dass sie deswegen wahrscheinlich auch so zu knabbern hatte. Nicht nur, dass sie ihn dann mochte oder liebte, sondern dass es auch noch der Vater des Kindes ist. Ist natürlich nochmal ein i-Tüpfelchen mehr dieser Traurigkeit zwischen dieser Familie, kann man schon sagen. Und ich glaube nicht, dass Roth das wusste. Das ist echt krass, aber gut zu wissen, weil das hätten wir nie erfahren, wenn ich die Dokumente nicht nochmal einsammeln würde. Das war das 7. von 7 Dokumenten von Offizieren der Endurance. Und ich finde das sehr interessant, was man noch so an Hintergrundinformationen erfährt. Ich hoffe, ihr auch. Und ich würde sagen, weiter sammeln wir dann im nächsten Part. Es zieht sich gerade ein bisschen hin bis zu diesem letzten finalen Part. Ich kann nur hoffen, dass es euch nicht stört. Und ich würde sagen, im nächsten Part sehen wir uns direkt dann wieder beim nächsten Dokument. Umso schneller bin ich dadurch dann, wenn ich halt nicht alles ablaufe und die Geos zum Beispiel schon mal selber mache oder so. Also, ich beeile mich und freue mich, wenn ihr bei den letzten Parts weiterhin dabei seid. Bis dann.